Ah, hey, sir. Yeah? Can you help me? I'm looking for the beach. You know where it is? The beach. You speak English? Yeah, of course I speak English. Sorry, I really don't speak English, but just a few words, not really fluently. Sorry, man. Oh, that's too bad. I try it with my hands. You know, I'm looking for the beach on the sea because I want some surfing and the waves, you know, surfing and the waves and then always the surfing, yeah. Maybe you mean the library for looking some books? No. Surfing in the internet? No. No, that's wrong, so wrong. Let's try another language, maybe German. Sprechen Sie Deutsch? Oh nee, Deutsch spreche ich ja gar nicht. Also, ich muss wirklich auch zugeben, da hatte ich einen Fensterplatz in der Schule. Ach, schade. Das ist jetzt schlecht. Ja, ja. Ich versuch's nochmal. Wissen Sie, ich suche den Strand. Den Strand, da so viel Sand. Oft sind da auch Mädchen leicht bekleidet, die tanzen ein bisschen. Und Wellenreiten, ich will da Wellenreiten und tanzen. Tanzen. Sie meinen vielleicht den Après-Ski, da tanzen Sie, ja. Ja, und Snowboarden. Nein. Ja, aber mein Herr, es ist Sommer, Sie können doch gar nicht Snowboarden. Himmelarsch, wo sind wir denn da? Sandwin. Ja, kannst du denn Hochdeutsch? Schweizerdeutsch, nein. Ich suche den Strand. Verstehe ich nicht, was du sagst. Dann lass mir doch in die Schuhe her. Hey, was hast du gesagt? Du verstehst ja gleich kein Hochschweizer. Ah ja, stimmt, verstehe ich. Mann. Suchen wir halt weiter den Strand. Da ist er ja. Ein paar am Tanzen, eher weniger. Schöne Wellen und ruhig ist es. Schön ruhig. Einfach die Ruhe. Cool da mit der Welle, Mr. Surfer. Tipptopp zum Surfen, oder? Onshore Wind. Onshore. Super. Offshore ist da. Habe ich gemeint. Ja. Halb Tourist. Ja, aber hey, Surfen und so. Ist nur verwechselt. Ja. Aber Surfen und so. Ist noch ein Risikosport, ne? Ein bisschen. Weißt du, hast du nie Angst gehabt, dass du von einem Hai oder so ein bisschen. Ja. Nein. Ich muss sagen, ein Kollege hat es mal verwünscht, ins Nackneberlet. Hat er Bein verloren. Aber hey, das ist schon gefährlich. Was machst denn du? Hast du etwas, wenn dir da passiert? Immer ein Ersatzbein in der Hosentasche. Ja, nein, jetzt ernsthaft, weißt du, irgendwie etwas, wo dich schützt. Da ist etwas, wo die Sicherheit hast, oder? Weil mehr könnte dir da helfen. Wer mehr? AWD Finanzberatung. Ja, und wie sieht denn das aus da? Ja, du, da haben wir perfekt zugeschnittenes Surferpaket für dich. Ja, aber Surferpakete brauchen kein Internet, sonst Prepaid-Nattel, weißt du? Nein, das ist nicht Internet, das ist Lebensversicherung. Ach, du musst dir das so vorstellen, das ist wie ein Point Break, oder? Das ist zur rechten Zeit am rechten Abend, wenn du ihn brauchst, oder? Aha. Das ist eine super Sache. Hast du mir geduckt, einfach, wenn du dich verwünscht, oder? Ja, das klingt ja gut. Ja, das ist auch super. Aber da kannst du sicher heiden, Geld. Ja, das ist kein Problem. Weißt du, wir haben so ein Partnerunternehmen. Kredithai, Igor und Vladimir. Die sind super im Fall. Da hast du keine Zinsen. Stern, AGB, Stern, Stern, AGB. Ja. Akzeptieren. Ja. Ja, wenn das so ist, wo kann ich da, was muss ich machen? Da musst du einfach hier Kabel machen, bist du dabei heute. Ja, super, ja. Super Kabel, ja, super Sache. Ja, jetzt bist du sicher, du, safety first, sag ich einmal, gell? Aber jetzt muss ich gleich noch fragen, weißt du, ich arbeite nicht so viel, ich habe keinen Job, kannst du mir da auch ein bisschen helfen? Du, wie wär's mit einem Job in der AWD, oder? Ja, die sieht doch gut aus, da muss ich sagen. Ja, du. Kann man da einsteigen? Ja, du, da musst auch nur gut aussehen. Und dann kannst du irgendwelchen Typen so Scheiße antreiben. Eigentlich genau das, was ich jetzt bei dir gemacht habe. Aha, ja. Ja. Da hat es ja noch ein paar. Ja. Du, das ist relativ easy, weißt du? Und gerade du als Surfer, oder? Da machst du einfach ein bisschen da, da kommt der Kohle rein. Ja. Du, was kannst du denn so?
Ja, wenn du mal überlegen. Ein bisschen Fremdsprache. Computer, Office. Also nicht. Also eigentlich gar nichts. Also gar, also durchs Band nichts. Nichts? Nein, nichts. Gut, das ist jetzt schlecht, weil die Chefetage ist schon besetzt. Ja,